schalte Sachen frei, ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nicht angefangen. Aber okay. Ach komm, no risk, no fun. Sowieso 1000 Tote sterben auch. The Industrial Revolution ushered in a new era that threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass. But not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Lackey eruption had plunged all of Europe into an ashen darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. It was a message. The Alchemy Guild, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders, and in doing so, threw the gates of the world open to them. Countless innocents died. And though the church succeeded in vanquishing the Hellsend, a steep price had already been paid and collected. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Jeebel, a boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. A girl who spared the night altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years have passed, and mankind too soon forgets tragedy. The demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jeebel is the architect of this new, blood-stained ritual, Miriam and the alchemist Johanna set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Johannes, are you certain it was... It was Jeebel's doing, Miriam. No mistake. It's so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. He's a good soul. I know. I know how you feel. But the facts are apparent. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to, there's no forgiving it. It was their transgression, not yours. You always took care of us. Obviously, not enough.
Well, let it go, Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jeeble is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. I ought to do it. He was my best friend. But I'm the only one who can. The Shard experiments prepared me for combat. Let them amount to something. 10 whole years. What put me in that sleep? I wish I had the answer. All I know is the spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh, I... We'll make landfall soon. You should get ready. I had the chest there, packed with essential equipment. Now would be a good time to put it on. Kiste. Drücke Options, um das Menü. Kung-Fu-Schuhe. Du kannst diesen Gegenstand ausrüsten, indem du ihn aus der Liste löst. Ich nehme Kung-Fu-Schuhe. Scherben. Ja, ist klar. Good. You're prepared. The next order of business is to... Und natürlich bin ich wieder im Spiel. Aber eine kristallisierte Art Dämonenmacht. Normale Menschen können damit nicht umgehen. Beschwörungsscherben. Drücke Dreieck, um Magie gezielgerichtet auszulösen. Verbraucht MP. Himmelblauer Platscher. Schieße einen springenden Ball aus Wasser auf Feinde. Was war das, Shard? I'd forgotten the way it felt. Like uninvited claws scraping across my bones. The demon's power was transmuted into that shard, which forcibly bonded to the crystal embedded in your body. The strength you gain from it is undeniable, but eventually, the crystal will devour you. I thought the procedure you discovered halted the corruption. It did, but that doesn't guarantee you'll be safe if you start absorbing shards in massive quantities. I know my body's limits better than anyone. And I'm going to need all the power I can get. If I run into trouble, you can help me. You've done it before. You'll... Thanks for giving me a choice in the matter. Well, I won't let you down. Not if I can help it. Just promise you won't push yourself. Oh. Tschüss. How did they get inside? The demons from the castle must have infested the ship. Then they can help me wake up these muscles of mine. I'll wipe the deck with them. Ja, auf them. Die Galeone Minerva. Oh ja. Kung Fu, haha, sure.
kann ich nicht, das ist zu hoch, ne? Ja. Gut, dass den auch weh, wenn ich da so angeslidet komme. Device responds to magic. Maybe I just need to hold my hand up to it. Das Gerät reagiert auf Magie. Vielleicht muss ich einfach nur meine Hand davor halten. Oh. Ah, wie cool. Oh mein Gott! Was mache ich im Spiel? Tentakel dich weg! Nein, 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 nein! Hallo! Nein! Mir gefällt das Spiel übrigens. Ich glaube, das spielen wir jetzt mittwochs immer. Mittwochs immer Plattformtag. Nicht unbedingt Veto. Manchmal, wenn du Kerzen zerstörst, erhältst du eine Mana-Rose. Das ist eine magische Rose, die dir etwas MP zurückgibt. Castlevania müsste ich auch mal wieder runterladen, jetzt wo ich ja Platz habe. Tunika! Was? Tunika ist Equipment. Oh. Hm. Gehen wir erstmal. Hier kannst du deinen Fortschritt speichern. Geh zum Band. Hi, Undead. Bei so einem Spiel bist du natürlich bestimmt sofort am Start hier. Das war ja klar. Nein, ich habe noch nie ein Castlevania-Teil gespielt. Ich bin total schlecht in sowas. Und ich hoffe, das Spiel ist freundlich. Wir gehen mal hier lang. Aber ich hab noch andere Castlevanias auf meiner... im Store. Was machst du? Geh weg. Richtungsschere. Ziele mit... und drücke dann R2 zum Aktivieren. Du wirkst die Magie in die Richtung, in die du zielst. Flammenkanone. Feuer rein, Feuerball in die vorgegebene Richtung. Ah! LOL! Geil! Ich brüll euch alle weg! Also wenn mir das Game hier gefällt... Wenn die Castlevania-Teile auch irgendwie auf einer Konsole ähnlich sind, die ich besitze, überlege ich es mir, die mal anzuschaffen. Weil dieses Spiel
gefällt mir schon mal sehr gut, aber es ist halt auch ein bisschen die Optik, die das hier ausmacht. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Castlevania, was so alt ist, mir auch noch so gut gefällt. Ich bin zwar keine Grafikhure, aber ab und zu kann es auch mal eine hübschere Grafik sein. Hier ohne Karte. Nein! Lass das! Oh, ich kann sogar zurückweichen. Habe ich nur die Map da oben? Kann ich die nicht irgendwie. Ah. Na, das ist so eine typische Metroid- und Castlevania-Map. Ich weiß nicht, ob in Castlevania auch solche Maps sind, aber. In Metroid habe ich sowas auch gesehen. Ich muss mal da oben noch mal gucken. Komm ich da rauf? Ja. Aber ich liebe es halt auch in solchen Spielen, dass man leveln kann. Ich habe einmal das PlayStation Castlevania gespielt, was glaube auch ein älterer Teil ist. Ich kam nicht weit. Das waren zwei alte Teile drauf. Das war so eine Collection, glaube ich. Ich will hier unten mal gucken. Was gibt's denn hier Schönes? Geh weg, du Tentakel-Tief! Frauen und Tentakel, nein, danke. Sehr viele Spiele auf dieser Platte. Bibliothek. Omas. Gekauft. Castlevania Requiem. Symphony of the Night and Rondo of Blood, das sind auf jeden Fall zwei sehr alte, so wie es aussah. Aber mein Skill-Level bei dem Spiel war nicht gerade. Ich war nicht gut. Es war eine gute Idee, nochmal hier zurückzugehen. Wenn du eine Waffe abfeuern willst, musst du eine Kugel ausrüsten. Sobald du die ausgerüstete Kugel aber ich bleib bei meinen Schuhen. Habern ist besser. Tentakelvieh. Level up! Tentakel Dropkick oder was war das? Das wird mein neuer Special Move. Tentakel Dropkick! Da oben könnte ich nochmal speichern. Das ist auch geil gemacht. Die setzt sich einfach hin zum Speichern. Das ist cool. Und ich muss
muss sagen, die Grafik gefällt mir sehr gut. Meine Studien habe ich von der Existenz der folgenden Attribute erfahren. Naja, ist ja hier noch Tutorial. Nee, hier bin ich total falsch. Ich hatte auf jeden Fall schon immer ein Auge auf das Spiel. Und war halt im Store zurückgesetzt. Also runtergesetzt auf 20 Euro. Da dachte ich mir, warum nicht? Sonst kostet es 40.